Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der dritten Staffel. Und da sind wir wieder bei den Bergsteins, wie im letzten Part auch. Und Gerd kam gerade mit einem Kollegen von der Arbeit geflogen. zurück natürlich, ne? Wir haben, ach ja, ganz wichtig, wir haben endlich dieses blöde Ding von Fundament beseitigt. Ja, das ging auf einmal ganz easy peasy. Deswegen nochmal ganz herzliches Dankeschön an alle, die da mitgeholfen haben mit ihren Tipps. Ja, dementsprechend hat sich Anna auch direkt mal ans Werk gemacht, zum einen ein Porträt ihrer Tochter im Jetzt-Zustand zu malen, zum anderen den Direktor eingeladen, der jetzt eigentlich gleich kommen müsste. Und Alex hat dafür den auch schon dann einen Truthahn gebacken. Gebraten, besser gesagt, damit das auch diesmal hoffentlich gut wird mit der Sache mit Privatschule und Samira und so. Ja, Pollux ist auf Arbeit gegangen, wie gesagt, Gerd gerade heimgekommen und Alex telefoniert mit seiner nächsten Marissa Colonia. Und wir machen mal Start und da kommt der Herr Direktor. Wir machen uns nämlich gerade noch ein bisschen hübsch und, oh, was ist denn da? Nee, da, habt ihr das gesehen? Nein, 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 nein. So geht das ja mal gar nicht. Ich glaube, du spinnst wohl. Bitte den mal zu gehen und sag mal hier, was soll denn das? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Komm, dann kompostier den Kram. Mach du das mal bitte? So, der Herr Direktor ist da. Und wir begrüßen den bitte. Genug aufgebrezelt, Madame. Was macht Alex? Was hast du vor? Kompostieren, okay. Ja, der ganze Garten müsste mal gemacht werden, ich sag's ja. So, du kompostierst. Was machst denn du gerade? Du hast Hunger und du willst was? Jemanden einladen. Du willst wieder Duett mit wem singen. Du willst über Hobbys reden und sonst noch was. Ja, pass mal auf. Du könntest, ich meine, du musst jetzt nicht als Superbully hier rumrennen. Du kannst dich bitte mal umziehen, würde ich sagen, deine Alltagskleidung. Dann kannst du mal schnell hier auf Toilette und Hände waschen gehen. Das kannst du mal machen. Alex ist jetzt da draußen und meint, er müsste Sachen kompostieren. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Jetzt dachte ich eigentlich, du bist ein bisschen länger am Telefonieren oder so. Warte mal, könntest du mal, komm, geh mal Ernte verkaufen, hatten wir das nicht schon mal, und kannst ja mal viele pflegen. Hast du auch was zu tun, während wir uns hier um den Herrn Direktor kümmern? Ich will nicht schon wieder, dass der, dass hier alles so im Chaos verläuft, aber, ja, wen haben wir denn da überhaupt? Genau, ich habe noch gar nicht geguckt, wer es denn diesmal ist. Der Herr Vladimir Green, Greven. Gut, dann lass uns doch mal plaudern über die Schule. Und dann machen wir einen kleinen Rundgang. Oh Gott, ja, das gefällt ihm gar nicht. Darf ich dich mal rundführen? Nein, du machst jetzt nichts mit dem Wackelei. So, kann man ihm, das kann man ihm nicht zeigen, ne? Nee, okay. Ja, dann komm mal mit rein. Dann würde ich sagen, wir gehen mal hier hin. Renn doch nicht so. Der Mann muss ja auch noch hinterherkommen können. Ah, ich höre Samira da irgendwas machen. So, nein! Oh, kann man Zimmer zeigen. So, hier. Kannst du da mal hingehen? Oh, sie liest schon wieder dauernd. Oh, was machst du denn da jetzt? Oh, egal. So, Zimmer zeigen. Das ist unser Arbeitszimmer quasi, wo wir alle möglichen Sachen drin haben. Dann gehen wir mal in die Küche. Kommen Sie mit, guter Mann. Ja, ach so, ja, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich hatte, als Pollux befördert wurde, auch das Inventar mal ausgeleert. Das ist jetzt nicht so berauschend, oder was? Okay, dann gehen wir noch hier hinten. Wie viele Punkte haben wir schon? Okay, gehen wir mal noch hier hin.
Kannst du mal jetzt da weggehen, Mensch? Ach, egal, lass ihn drin. Sonst ist er nachher wieder im Weg. Das ist dann auch nix. So, damit sie wissen, wo die Toilette ist, kommen sie rein, kommen sie rein. Ah, nee, jetzt hier Zimmer zeigen. Gut, gut, gut. Okay, das findet er wieder gut. Okay, die Rundführung hat ihm schon gereicht. Das ist prima. Gerd, hör mal auf, mit Anna zu plaudern. Du kannst mal kurz hier mit ihm reden. Über die Schule. So. Und Anna, holt bitte mal. Nee. Holt mal bitte den Truthahn raus und serviert den bitte auch. Reste nehmen. Zack. Ich hoffe, dass das jetzt auch läuft, wie ich mir das denke. Ja, guck mal, du hast da einen anderen Herrn, mit dem kannst du dich unterhalten. Unterhaltung im Klo. Ja, so, wir hätten gerne den Truthahn. Ja, wir müssen ja Eindruck schinden, ne? Ich hoffe, der haut uns jetzt halt nicht wieder ab. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, wo sind wir? Was haben wir? Haben wir schon? Sie ist schon dabei. Okay, kannst du ihn dann jetzt schon zum Essen rufen? Unterhalten, zum Essen rufen. Dann mach das mal. Nee, 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 nee. Unterhalten, zum Essen rufen. Hallo, mach das doch auch mal. Hoffentlich geht der jetzt essen. Hast du keinen Hunger? Du hast doch auch Hunger. Komm, sie ist nämlich schön am Austeilen. Ja, und es bitzelt auch wieder. Gut, alles prima. Diesmal sollte das klappen im Essen. Wo setzt du dich hin? Da, okay. Okay, dann setzt du dich hier hin. So, Alex kann auch kommen, hier essen und Samira geht direkt neben dem Direktor. Oh Gott. Ja, wo ist Samira? Samira, 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 hör mal auf mit dem Typ da und komm auch essen. So. Also, ich hoffe mal, dass das jetzt funktioniert hier. Ne? Ja. Ach, Leute, kommt bei, das Essen wird kalt. Alex, Samira, wo bleibt ihr? Ah, da kommt Samira. Ich meine, immerhin sollte die ihren Direktor auch mal kennenlernen. Ja, genau, um dieses kleine Mädel geht's. Das ist jene Huch. um die es hier so geht, ne? Ja. Ui, Pollux ist auch wieder daheim. Ja. Was hat denn Alex? War der schon wieder draußen oder was? Ach nee, das ist der andere Typ. Ah, der war im Whirlpool wahrscheinlich. Wo ist denn Alex? Ah, da. Okay. Ja, Pollux kriegt nichts vom Essen ab, aber gut, okay, es läuft. Also ich würde sagen, das sieht auf jeden Fall schon mal interessanter aus als beim letzten Mal. So, was machst du denn? Oh, hallo, Herr Weltraumpirat. Ja, das Outfit hatten wir an dir ja noch gar nicht gesehen. Ist richtig. Ah, wo rennt er denn hin? Wahrscheinlich. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Alex, Pollux, nee, das ist nicht dein Bett. Ehrlich, jedes Mal das Gleiche. Wenn du ins Bett gehen willst, dann geh doch bitte bei dir schlafen. Also ehrlich jetzt. Ach, wenn man nicht immer guckt, ne? Die machen wirklich mittlerweile, was sie wollen. Meine Lieben sind hier. Aber guck mal, so muss das sein. Gäste zu Besuch, Direktor zu Besuch, Witzelessen auf dem Tisch. Eine super Führung, also wenn das jetzt nicht hilft, dann weiß ich es auch nicht. Und wir unterhalten uns gut mit dem Herrn, also normalerweise ist das immer wunderbar. So, das dauert mir aber auch zu lang. Gerade ein bisschen, da machen wir mal ein bisschen Dampf. Nee. Kannst mal. Ah, ja, ich muss warten, bis der fertig gegessen hat. Nein, hör doch mal auf jetzt. Nee, 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 du gehst jetzt auch nicht weg. Oh, bleib doch mal da jetzt. Was machst du? Aufräumen? Aufräumen, ja? Okay. Mach mal. So, du müsstest. Warte mal, halt, hier mit deiner Tochter kannst du mal reden. Komm, rede mit der übers Hobby, tanzen, was auch immer.
Nur renn jetzt nicht weg. Eventuell musst du gleich mit dem Herrn noch mal reden. Wenn das hier nicht zählt. So, jetzt. Reden. Plaudern. Zack. Gut, wir haben es geschafft. Wir haben es schon längst geschafft. Okay, Gerd bekommt gratuliert und gesagt, ja, ist okay. Der Direktor ist begeistert von deiner Familie. Samira wird wird an der Privatschule angenommen. Yippie, yippie-dippie-du. Und eventuell kriegt sie jetzt auch wie Lena Schnee frei, wenn es denn hier mal schneit. Wir sind ja hier im Sommer unterwegs gerade, während Lena ja noch im Winterfest sitzt und dauerhaft Schnee frei hatte. Stimmt, das könnte natürlich damit auch zu tun haben, dass das nie mit dem Einladen funktioniert. Das denke ich immer nicht dran. Wenn Lena versucht hat, die ja im Winter spielt, Samira einzuladen, die im Sommer ist, kann Samira ja eigentlich auch gar keinen Schnee frei haben. Vielleicht passt das deswegen auch nie zusammen. Hatte gar nichts mit der Privatschule zu tun. Egal. Jedenfalls sind sie jetzt beide auf der Privatschule. Ich hoffe auf der gleichen. Und können dann von daher auch schon mal wieder mehr Zeit miteinander verbringen. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Genauso soll es nämlich auch laufen. Einfach Essen machen, sich unterhalten. Beim Essen, da muss man sich um diese Konversation nämlich überhaupt keinen Kopf machen. Das läuft dann eigentlich einfach, ne? So, gut, prima, freue mich. Hehehehe. Ziel für diese Folge erreicht. So, dann kannst du es auch nochmal in den Arm nehmen, kannst du sagen, prima, hat geklappt, du lernst jetzt ganz viele tolle neue Sachen. So, und ihr könnt auch mal ein bisschen quatschen hier. Tratschen und mal einen Witz erzählen oder so. Macht mal. Der Kollege ist da noch am Futtern. Ja. Ich freue mich. So, Klein Lena, wie sieht's denn aus? Müde? Oder? Oh, geht so, ne? Du kannst dann mal hier oben benutzen gehen und Hände waschen. Huch, was war das? Warum war jetzt das Ding wieder da? Der Direktor ist hoffentlich weg. So. Und dann wird's langsam Zeit, beziehungsweise, du kannst noch mal, Moment, lernen, lebenslange Zufriedenheit wollte ich dir auch noch mal anpinnen. So, und ihr macht, ihr gratuliert euch gegenseitig, das ist wunderbar. So, warte mal, wie geht's mit deinem Schatz voran? Der müsste dann auch mal baden oder duschen. Gut, okay, dann machen wir das, oder warte mal. Du kannst jetzt auch wieder in den Whirlpool da unten. Ist ja alles wieder gut. Dann geh doch hier einsteigen. Und du könntest auch mitmachen, wenn du magst. Hier, zack. Und du müsstest mal auf Toilette und duschen. Sowas. Benutzen, duschen, zack. So, und Pollux liegt hoffentlich in seinem Bett. Nein. Was hast du gegen dein Bett? Was ist los? Warum geht dieser Mann nicht in sein eigenes Zimmer, in sein eigenes Bett? Weil er wahrscheinlich sagt, ich möchte auch endlich ein Doppelbett haben. Oder ist dir das jetzt zu gruselig mit dem Dingensbummens hier? So, warte mal. Ah, der muss, glaube ich, auf Toilette, ja. Gut, dann mach das. Ah, Junge, geh doch einfach schlafen da. So, du duschst, ja, ihr seid da unten im Whirlpool, okay. Du kannst ja den Herrn, den du da mitgebracht hast, bitten mitzumachen. Warte mal, wo ist es? Bitten mitzubaden, genau. Macht das, dann habt ihr da auch noch euren Spaß. Und gut ist. Mann, Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie glücklich ich gerade bin, dass jetzt hier endlich das Ding weg ist. Willst du auch mit baden? Ah ja, Okay, machen wir eine Badesession. Auch gut. Jo, alle machen mit. Ja, warum nicht? Kind liegt im Bett, die sind alle noch so weit fit. Warum nicht? Und jetzt bimmelt's Telefon. Wisst ihr was? Das machen wir wie in privat auch. Lass es doch einfach klingeln. Wen interessiert denn jetzt das Telefon?
Ja, cool, oder? Ja, gut, okay, du könntest mal dran gehen. Abheben. Was man hier unten bräuchte, wäre wirklich eine Toilette. Aber gut. Ja, komm. Gut, gut, gut. Geh mal ran, guck mal, wer das ist. Ach, wir müssen es uns bei ihm ja auch um... Kann ich Gerd sprechen? Im Moment schlecht. Im Moment echt schlecht. Bei ihm müssen wir uns ja auch weiter um die Madame kümmern. So, dann geh mal hier hoch. Wasch dir die Finger. Und, jetzt ist es halt natürlich schon wieder super spät. Mache ich denn jetzt mit dir, Mensch? Halalala, was mache ich mit dir? Musst du morgen arbeiten? Was haben wir denn? Montag haben wir jetzt, ne? Mhm. Ja, hat er immer noch frei. Dann würde ich mal sagen, wir packen ihn mal hier weitermachen. Nee, hör auf mit was auch immer. Den Teller kannst du noch fertig machen und wenn du damit fertig bist, kannst du nicht Bett machen. Nee. Ja, wahrscheinlich bist du noch nicht müde genug. Guck mal, er wird auch dauernd wieder wach. Ich sag's ja den Leuten, hier geht's zu gut. So, und ihr zwei? Hm? Also langsam müsstet ihr aber auch mal schlafen und so, ne? Renahana. Hm. Also den Nass spritzen? Ja, ich glaube, so langsam wird's Zeit. War ein schöner Abschluss für einen tollen Tag, oder? Oh, Mist, ich habe Samira vergessen. Schande. Habe ich wirklich vergessen. Ach du Scheibenhonig. Gut, okay. Samira, weißt du, was du gerade mal noch machen kannst? Gib doch mal bitte Blue was zu futtern, damit Blue nicht wieder die Nacht sagt, ich habe nichts zu essen gekriegt. Und ja, dann gehst du bitte schlafen. Moment, wir haben hier Sommer. Dann gehst du in Unterwäsche schlafen. So, das ist wunderbar. Ja, das Leben ist wie ein Fluss, in dem wir alle dahin strömen. Ich habe gelernt, die Freuden des Lebens zu genießen und mir nicht mehr so viele Sorgen zu machen. Mario? Ich denke eben, was ist das für ein komisches weißes Ding da über seinem Kopf? Was machst du hier? Kriegen wir jetzt vielleicht doch ein Geschenk? Oh Gott, hoffentlich ist genug Platz. Wir gucken mal ganz unauffällig, was er da macht. Es sieht aber eher so aus, als wollte er uns was klauen und nicht, als wollte er uns da was hintun. Ja, mal gucken. Ja, komm raus und da ist der Sack. Was kommt da? Und blub. Was ist es? Vor lauter Bäumen sieht man hier nichts mehr, Mensch. Ach, da! Was hat er uns denn da hingestellt? Das kenne ich nicht. Was ist das? Ein Fernseher? Heiliges! Nee, das ist kein Fernseher. Ich habe eben nur das komische kleine Ding da gesehen. Hier das. Aber das ist ja eine komplette Karaoke-Maschine. Ja, toll! Das Geschenk von... Wartet mal. Kein Wunder, dass ich nichts sehe. Das Geschenk von Mario ist die Karaoke-Maschine. Geil! Wir haben tatsächlich was bekommen. Das passiert nämlich, wenn man gute Gruppentreffen hat. Dann bekommt man Geschenke. Und das habe ich nie bekommen, weil meine Gruppentreffen immer katastrophal waren. Weil ich es nie hingekriegt habe, mal ein gutes Gruppentreffen zu haben. Also so ein Ausflug in der Gruppe. Und ja, da das letzte Mal gut geklappt hat. Ich habe mich sehr gut bei unserem Ausflug amüsiert. Ich möchte dir etwas schenken, damit du dich immer an diesen Tag erinnerst. Karaoke-Maschine. Karakelophon. Nee, Krakelophon. Super. Vielen, vielen Dank. Das ist herrlich, das gefällt mir. So, ich war aber eigentlich bei unserer kleinen Maus, die jetzt hoffentlich ins Bett geht, ja. Hattest du jetzt Blue gefüttert? Er hat zumindest Futter im Napf, das ist schon mal schön. Gut, du liegst im Bett, du bist da unten noch, genau. Und eigentlich wollten wir jetzt den netten Herrn hier mal verabschieden und auch mal zu Bett gehen.
Dann sag doch mal, Achso, da. Ja, wir verabschieden ihn mal, würde ich sagen. Und Anna kann ja mal nach draußen gehen und nach diesem Dings gucken. Ja. Und sich dafür freuen, dass das da steht. Hi. Singen mit. Kannst mit Gerd draußen noch ein bisschen singen. Haha, und guck mal, er läuft hier noch durch und hat noch einen Sack in der Hand. Seht ihr das? Da guckt der Sack hinten raus. Genial, genial. Ist das schön, ja. Und da vorne schleicht er rum. Tschüss, Mario. Dankeschön. Freut mich. So, ich hoffe, Gerd kommt dann auch. Ja, hast du Tschüss gesagt? Komm, lass deine Frau nicht so lange da draußen im Bikini rumstehen. Jetzt haben wir noch so ein Ding. Ja, fein. Das können wir unserer Tochter irgendwann schenken. Was meinst du? Guck mal, haben wir gekriegt für den tollen Ausflug. Ei. Ein Sommernachtstraum. Oh, ist das cool, ey. Ich find's genial, Leute. Find das wirklich gerade total genial. Ah, das war doch gut. Erstmal kriegen wir den Direktor dazu, dass er unsere Kleine in die Schule lässt. Dann kommt Mario mit so einem geilen Geschenk vorbei. Also besser kann doch so ein Tag jetzt nicht laufen, oder? Was meint ihr? Ja, genau. Yippie. Oh, cool, ich freue mich. So, es ist mitten in der Nacht. Du solltest nicht so laut singen. Und es sehe, meine Zeit ist auch schon wieder rum. Und damit habe ich wenigstens aber wieder einen Wunsch erfüllt. Yippie. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ach, sind sie nicht einfach süß, die beiden. Gut, dann würde ich sagen, mache ich mit diesem Bildchen auch Feierabend für heute. Und wir gucken im nächsten Part dann, wie es weitergeht mit der Familie hier. Und ja, packen das dann schön ins Inventar, damit wir später vielleicht, wenn Samira zum Teenie wird, haben wir dann ein schönes Geschenk für sie. Sie ist ja auch so ein bisschen musikbegeistert. Da freut sie sich dann bestimmt drüber, wenn sie so eine eigene Maschine bekommt. Ja, aber ich find's genial. Ich freue mich auch gerade total. Gut, also, dann war's das, wie gesagt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß daran. Könnt ihr mir ja gerne mit einem kleinen Daumen nach oben zeigen oder einen netten Kommentar schreiben. Da freue ich mich doch immer drüber. Ansonsten wünsche ich euch einfach noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.